Der eigentliche Spaß ist aber in der Schachtel. Ist das Garn? Wie hast du Garn in deine Pore bekommen? Du hast schon wieder nicht gefrühstückt, oder? Das sieht nach viel Arbeit aus. Bitte steck es nicht in den Mund. Na, das ist etwas besser. Schlagen wir sie mit unserem eigenen Spiel und unserem eigenen Spaß. Nimm etwas Schmiere wie Farbe oder Schleim. Und füge es in diese Luftpolsterfolie ein. Füge etwas rote Farbe und vielleicht einen Whitehead hinzu. Jetzt hast du einen Haufen Pickel zum Ausdrücken. Vor allem, weil sie nicht auf deinem Gesicht sind. Nun, das hängt davon ab, wie man zielt. Ein Burger-Spielzeug. So süß, dass man es fast essen möchte. Gibt es auch in Form von Getränken und... Oh, warte. Der ist echt. Schätze, du kannst ihn trotzdem essen. Aber wir brauchen nichts Besonderes, um zu quetschen. Dieser Schwamm ist großartig zum Quetschen und auch zum Putzen. Aber Schwämme können auch niedlich sein. Man muss nur ein paar Akzente setzen. Mit Glubschaugen kann man nichts falsch machen. Dieses Schweinchen wird viel Spaß haben. Warum nicht gleich eine ganze Schweinefamilie gründen? Viel glücklicher als eine Maus im Käse kann man nicht sein. Und diese Maus ist bereit für Süßes oder Saures. Naja, wohl ein bisschen mehr Saures als Süßes. Hey, man weiß nie, wann man auf eine gute Idee stößt. Nimm einen Handschuh und einen Becher. Ja, einen leeren Becher. Stülpe den Handschuh von innen nach außen auf den Becher. Und mit einem Strohhalm kannst du eine große Überraschung aufblasen. Wie ein großer blauer Hase. Erdnüsse. Warte, diese Erdnuss ist irgendwie... es ist ein Fidget-Toy. Mit einer Überraschung im Inneren. Vielleicht können wir unser eigenes machen. Verschwende nichts, was du nicht willst. Male einfach ein Gesicht auf einen Luftballon. Lass etwas Luft raus. Gib ihm einen Zwilling und eine Papierhülle. Jetzt musst du nur noch kräftig zudrücken. Ein Stressball? Er verändert sogar seine Farbe. Woher hat sie diese Schere? Schau mich. Für sie ist das nur noch mehr Munition. Hey, sei nett. Vielleicht kann sie mit ihrem Chemiebaukasten etwas zaubern. Dieser mit Gel gefüllte Handschuh ist perfekt für Melkübungen. Ah, daher bekommt sie also ständig Spielzeug. Los geht's, Speed Racer. Vielleicht um das Fischglas herumgehen. Oder noch besser, entsorgen wir den Fisch und verbrennen etwas Gummi. Es geht immer weiter und weiter. Das reicht jetzt. Denk nur daran, darauf zu achten, wo es hingehen soll. Keine Sorge, wir können unseren eigenen Satz Räder machen. Kleb einfach zwei Flaschendeckel mit einem Gummiband zusammen. Setze es auf den Rand eines Pappbechers und los geht die Drehung. Dreh den Becher um und verziere ihn. Schau, es ist ein Häschen. Und es hüpft den Hasenpfad hinunter. Schau, wie dieser glückliche Oktopus zum traurigen Oktopus wird. Und jetzt ist er ein charmanter Hut. Sei nun der Oktopus. Hat noch jemand Lust auf Kalamari? Du solltest dir vielleicht die Hände waschen. Immer lustig, wenn man etwas Neues bastelt. Falte es zusammen, füge ein paar Arme hinzu und schon ist es ein Baby-Oktopus. Und schau dir dieses Lächeln an. Was für ein glücklicher Oktopus. Wenn man ihn umdreht, lächelt er noch mehr. Aber ob nun groß oder klein, es ist ein toller Hut.
Als nächstes ist unser kleiner Drucker dran. Jetzt brauchen wir nur noch etwas zum Drucken. Druck etwas auf Knopfdruck aus. Ihr Lippenstift ist der perfekte Farbton für Monochrom. Jetzt brauchen wir nur noch eine Saftbox. Füge etwas Pappe hinzu. Nimm einige Buntstifte heraus und stecke sie in die Löcher. Wickle etwas Papier herum. Ziehe ein Foto hindurch. Na, schau mal einer an. Vorsicht, das könnte so bleiben. Grüne Nudeln. Warte, ich glaube, da ist was drin. Alberne Lego-Puppe. Nudeln sind doch keine Kleidung. Machen wir dich zurecht. Ah, schon viel stylischer. Wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir auch Haare und Augen hinzufügen. Oh, sie sieht nicht sehr glücklich aus. In Schwarz sieht alles gut aus. Nicht neidisch sein. Mach dich an die Arbeit. Wir machen unsere eigene Puppe. Male einfach mit einem Marker auf einen Becher. Gib verschiedene Motive hinzu. Leg einen weiteren Becher mit einer Kleiderform drauf. Füge oben ein Gesicht hinzu und zeichne den Rest des Körpers. Einfach den Becher drehen und schon sieht die Prinzessin anders aus. Ein Meer von Sternen, ein Regenbogen oder einfach nur hübsch in Rosa. Sie sieht aus, als führt sie etwas im Schilde. Aber wie kann es auch anders sein? Wow, es ist ein Fidget Spinner. Na, dann lass ihn uns drehen. Schau genau hin und er erwacht quasi zum Leben. Wie können wir unsere eigene Version erstellen? Und wieder kommt eine Getränkepackung zur Rettung. Nimm nun eine Büroklammer und biege sie in Form. Lege sie in die Schlitze der Schachtel. Füge eine Papierpuppe hinzu. Dreh es und schon sind wir startklar. Oh, hi Blue! Schau dir all diese Poptubes an und schau nur, wie weit sie sich dehnen. Das ist erst der Anfang. Biege sie! Verbinde sie. Man kann sie sogar in ein Getränk geben und einen Schluck trinken. Das gibt dem Begriff Strohhalm eine neue Bedeutung. Aber vielleicht können wir auch hiermit Spaß haben. Nimm eine Schere und zerschneide sie. Sie mögen klein sein, aber sie sind sehr dehnbar. Und es macht genauso viel Spaß, sie zu biegen. Biege sie zu Kreisen und schon hast du eine Kette. Eine ausreichend lange Kette wird zu einer Halskette oder noch besser, einem Diadem. Oh, was für eine süße kleine Puppe. Sie muss gewaschen werden. Sicher, dass sie nicht nur chemisch gereinigt werden kann? Ihr Haar sieht schon viel rosiger aus. Vielleicht kann deine Puppe auch einen neuen Look gebrauchen. Beginnen wir damit, die Spitze des Markers zu entfernen. Wenn wir schon dabei sind, nimm auch das Innere heraus und drücke die Tinte aus. Das sollte reichen. Fügen wir etwas Wasser hinzu. Füll es auf und schnapp dir deine Puppe. Jetzt kann sie sich entspannen und ihr Haar einweichen lassen. Und schon bald hat sie eine brandneue Frisur. Wisch ihr Gesicht gründlich ab. Und vielleicht neue Klamotten? Rosa ist doch immer am besten. Fidgettastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal.